Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch hier aus Herrissen, der kleinen Filialkirche, kurz nach Apolda. Und wir merken gerade, dass die Sachen sich wieder öffnen. Die Cafés sind wieder offen und auch einige Veranstaltungen sind wieder möglich. Doch wollen wir wirklich zu dem zurück, was vorher war? Darüber wollen wir heute ein bisschen zusammen nachdenken in diesem Gottesdienst. Wir tun das zusammen mit Liedern, Gebeten und Texten. Also lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören den Psalm für den heutigen Sonntag. Es ist der Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Herr, gib mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für dein Herz. Amen. Das Café am Markt, das hat draußen wieder Tische und Stühle hingestellt und man kann dort jetzt endlich wieder Tee und Kaffee und dazu Kuchen und Eis genießen. Ja, es scheint so, als würde sich der Markt wieder mehr und mehr mit Menschen füllen und an so manchen Tagen sind dann dort auch die Händler und verkaufen Blumen und Gewürze und Nahrungsmittel. Und es ist, als wäre es wie früher. Aber da frage ich mich, wenn ich das Gedränge so sehe, soll es wirklich so wie früher werden? Einfach zurückkehren zum Status quo? Einfach zurückkehren, das kann Jona nicht. Einfach zurückkehren, dafür ist Jona jetzt zu weit weg und zu weit vorangekommen. Die Geschichte von Jona ist sicherlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Und in vielen Gottesdiensten konnten wir bereits in der letzten Woche den ersten Teil von der Geschichte Jonas hören. Über Jona, dem Mann, der floh vor Gott, aber auch, ich glaube, auch vor sich selbst. Jona, der dann in Seenot geraten war und der dann von einem großen Fisch, einem Walfisch könnte man sagen, verschluckt wurde. Jona, der 3 Tage und 3 Nächte nichts anderes machen konnte, als dasitzen, warten, beten und grübeln. Wie fühlt sich das an? Und dann, ohne Vorwarnung, ganz plötzlich, aber auch sanft, wird Jona am Land ausgespielt. Es fühlt sich so komisch an, nach so einer Zeit im Inneren, einer Zeit, in der man nur mit sich selbst beschäftigt war. Wie fühlt sich das an? So eine Zeit, wo nicht klar war, wann diese Isolation enden wird. Ich glaube, der eine oder die andere kennt dieses Gefühl mittlerweile sehr gut. Das Gefühl der langen Isolation. Und jetzt, wo es sich anfühlt, als würde sich einiges öffnen, da fühlt es sich doch ein bisschen so an, als würde man wieder ausgespuckt werden. Nach dem Motto, jetzt sieh mal zu. Aber die letzte Zeit zu Hause und im Walfisch, die hat ihre Spuren hinterlassen. Der eine ist erschöpft und abgekämpft. Manche ist vielleicht ein bisschen orientierungslos und traut der neuen Freiheit noch nicht so recht. Andere wollen alles auf einmal nachholen, was sie meinen, im letzten Jahr verpasst zu haben. Es scheint, als würden wir gerade da wieder abgesetzt werden und dann sollen wir mal sehen, was wir damit anfangen können und wie es jetzt weitergeht. Wer gerade abgesetzt wurde, ist gut beraten, sich erstmal hinzusetzen. Vielleicht an einem Tisch, da im Café, auf dem Markt und dann überlegen, wie geht es denn jetzt nun sinnvoll weiter? Viele Aufgaben liegen da vor uns. All die Dinge, die wir nachholen wollen und alle Sachen, die wir sowieso zu erledigen haben. Und wir sind nicht dieselben wie vor einem Jahr. Und dann begegnet da uns auf dem Markt auf einmal wieder Jona. Er ist auch nicht mehr der gleiche, wie er da so an der Küste steht, so ausgespuckt. Doch die Aufgabe, die ist noch die gleiche. Und dann hören wir aus dem 3. Kapitel des Jona-Buches. Es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Das Geschehen auf dem Markt gibt auch zu bedenken. Können wir wirklich schon wieder so bald tun, als wäre nichts gewesen? Soll es wirklich wieder werden, also wie zuvor?
Jona steht auf und geht los. Er begibt sich auf den Weg nach dahin, wo er zuvor keinen Schritt hinsetzen wollte. Ninive, die große Stadt. Sie ist sinnbildlich für die Größe der Aufgabe, der sich Jona stellen muss. Mehrere Tagesreisen ist die Stadt groß, steht da in der Bibel. Mehrere Tagesreisen ist die Aufgabe groß. Genug Zeit zum Grübeln. Was wird sich also Jona in diesem Moment denken? Den nehme ich doch niemals ernst, denkt er wahrscheinlich. Hören die mir überhaupt zu? Hallo! Bei dem Gedanken schon könnte sich Jona wieder verkriechen, zurück in den Walfisch, anstatt diese Blamage über sich ergehen zu lassen. Doch dann passiert das wirklich Unerwartete. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Was für eine große Überraschung, finde ich. Die Leute, die hören ja doch zu. Die Bewohner von Ninive, die nehmen diese Mahnung auf einmal ernst. Das hätte Jona niemals erwartet. Menschen haben seinen Weckruf und den Weckruf Gottes gehört. Noch 40 Tage, sonst ist es zu spät. Und sie wollen diese Zeit wirklich nutzen. Und es scheint so, als hätte die Mahnung Jonas sie betroffen gemacht. Selbst die Mächtigen sind bereit, sich und ihr Leben zu verändern. Wer hätte das gedacht? Gelingt das auch uns? Ich weiß nicht. Ein erster Blick in die Zukunft lässt mich dann doch erstmal pessimistisch werden. Wie soll sich denn eine ganze Gesellschaft und ihre Struktur grundlegend ändern? Gott kennt die Menschen, die von Ninive und die im Hier und Heute und Jetzt. Und Gott lässt sich anrühren vom Willen zur Umkehr. Ich finde das unglaublich ermutigend. So ermutigend, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken muss. Ja, was können wir schon tun? Eine Menge, sagt Gott. Es ist an der Zeit, die Sache einfach neu anzugehen, für die wir vorher vielleicht noch nicht bereit waren. Wir brauchen nur Träume von einer anderen Welt, Träume von einem gleichgestellten Miteinander der Menschen, Träume von der Bewahrung der Schöpfung, die mit unserer Art von Landwirtschaft und von Wirtschaft im Allgemeinen harmoniert. Träume von Frieden, wo sich Menschen dann wieder einander die Hände geben können. Das klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Gott traut uns das zu. Die Erzählung von Jona und von Ninive lässt uns wissen, aller Unwahrscheinlichkeit zum Trotz. Umkehr ist möglich, Veränderung ist möglich. Nicht davonlaufen oder sich schlafen stellen oder die Sache einfach aussitzen, sondern versuchen, in die richtige Richtung zu laufen, Schritt für Schritt. Das ist möglich.
Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Amen. Deine Stimme zieht mich an, singt von Güte und Erbarmen. Traut mir zu, was ich nicht kann, Mensch zu werden für die Armen. Angst und Zweifel sind vorbei, deine Stimme spricht mich frei. Angst und Zweifel sind vorbei, deine Stimme spricht mich frei. Ergriffen habe ich's noch nicht, doch ich jage ihm schon nach. Ob ich's wohl ergreifen könnte, greif Herr Jesus Christ nach mir. Deine Stimme zieht mich an, singt von Freiheit und Vertrauen. Reißt mich aus der Sorgenbann und hilft Grenzen zu durchschauen. Jetzt ist Zeit, ich bin dabei, deine Stimme spricht mich frei. Jetzt ist Zeit, ich bin dabei, deine Stimme spricht mich frei. Ergriffen habe ich's noch, ich jage ihm schon nach. Ob ich's wohl ergreifen könnte, greif Herr Jesus Christ nach mir. Lassen Sie uns zusammen Fürbitte halten. Herr, wir stehen hier und so mancher fühlt sich wie ausgespuckt, überfordert vor dem Berg der Aufgaben und Probleme, die sich uns stellen. Gib uns Hoffnung und Kraft, um die Aufgaben, die uns gegeben sind, auch zu erledigen. Herr, manchmal fehlt uns noch die Vision, wie alles werden kann. Wir merken, dass nicht alles so bleiben kann wie bisher. Schenke uns neue Perspektiven, damit wir diese Welt und auch dich besser verstehen. Herr, wir merken, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Deine Schöpfung ist bedroht. Doch eine Umkehr ist nicht leicht. Schenke uns Träume und Mut umzukehren, ehe es zu spät ist. Herr, wir merken, dass manche Strukturen zu immer wieder denselben Problemen führen. Sei es in der Gesellschaft oder in deiner Kirche. Gib uns die Kraft, veraltete Strukturen aufzubrechen, damit Neues lebendig wachsen kann und wieder Frucht bringt. Alles, was uns noch bewegt, alles, was wir vielleicht selber nicht in Worte fassen können, legen wir in das Gebet, das unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen Sie alle hin, im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.